Nummer 5. Die Microsoft Sculpt Ergonomic ist eine der Lösungen, die man für schwere Tastaturbenutzer in Betracht ziehen sollte. Das ergonomische geteilte Design bietet mehr Komfort für Hände, Handgelenke und Unterarme, ist aber möglicherweise nicht für jeden geeignet. Die kabellose Tastatur mit einem 2,40 GHz USB-Sender benötigt zwar etwas Platz auf dem Schreibtisch, bietet aber ein schnelleres und effizienteres Tipperlebnis. Das Hauptgehäuse ist leicht gewölbt und verfügt über eine Handgelenkstütze, während der Ziffernblock eine erweiterte Tastatur bietet. Die Tastatur ist relativ leise und kann verwendet werden, ohne die Menschen in der Nähe zu stören. Leider fehlt ihr eine Hintergrundbeleuchtung. Der Preis für diesen Artikel kann über den Link in der Beschreibung gefunden werden. Nummer 4. Die Razer Black Widow V3 ist eine mechanische Tastatur für alle, die eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem erschwinglichen Preis suchen. Die mit Razer Green Schaltern ausgestatteten Tasten bieten ein starkes und klares Feedback bei jedem Druck und geben deutlich das Klicken der Taste wieder. Das Aluminiumgehäuse und die Tasten aus ABS sorgen für Stärke und Haltbarkeit. Es handelt sich um ein Modell mit einem erweiterten QWERTY-Layout für mehr Komfort beim Schreiben. Die Tastatur ist mit EnKey-Rollover ausgestattet, wodurch Eingaben auch bei mehrfachem Drücken empfangen werden können. Mit der Synapse-Software von Razer können Sie die Chroma-RGB-Beleuchtung individuell anpassen und jede einzelne Taste programmieren. Am Ende der Videobeschreibung finden Sie den Link zum Produkt. Nummer 3. Die Logitech G513 ist eine mechanische Tastatur in Profiqualität, ideal für Programmierer und Menschen, die in offenen Räumen arbeiten. Mit einem USB-Pass-Through-Anschluss und einer abnehmbaren Handballenauflage ist diese Tastatur eine gute Wahl für alle, die Komfort und hohe Leistung suchen. Sie verfügt über ein QWERTY-Layout und einen numerischen Tastenblock. Mit der proprietären G-Hub-Software können Sie die Funktionstasten neu programmieren und die RGB-Beleuchtung individuell anpassen. Die Logitech G513 ist mit proprietären Roma-G-Schaltern ausgestattet, die im Vergleich zu Cherry MX eine bessere Leistung und einen Betätigungsabstand von 1,5 mm bieten. Einer der Hauptvorteile dieser Tastatur ist ihre Fähigkeit, leiser zu sein als andere mechanische Tastaturen. Wenn Sie an diesem Artikel interessiert sind, finden Sie den Link in der Beschreibung. Nummer 2. Die Corsair K95 RGB ist eine der beliebtesten kabelgebundenen mechanischen Tastaturen unter Programmierern. Die Tastatur verfügt über ein Gehäuse aus gebürstetem, eloxiertem Aluminium, das sie trotz ihrer Größe leicht und robust macht. USB-Anschlüsse und ein USB-Pass-Through-Port für ein Headset oder eine Maus machen die Nutzung sehr komfortabel. Das erweiterte Layout und die Hintergrundbeleuchtung, die mit der Corsair-Software angepasst werden kann, bieten maximalen Komfort. Die Tastatur wird durch Multimedia-Tasten und 6 programmierbare Tasten ergänzt. Cherry MX Braun Schalter mit vergoldeten Kontakten garantieren eine lange Lebensdauer, während ein Anti-Ghosting-System mit EnKey Rollover Fehler beim gleichzeitigen Drücken mehrerer Tasten verhindert. Den Link mit dem Preis für dieses Produkt finden Sie unten in der Videobeschreibung. Nummer 1. Die Logitech G915 Lightspeed ist eine der besten kabellosen mechanischen Tastaturen auf dem Markt, teuer, aber von hervorragender Qualität. Sie ist eine gut verarbeitete und langlebige kabellose mechanische Premium-Tastatur für Programmierer. Der Benutzer hat die Wahl, ob er sie über die kabellose Lightspeed-Technologie mit einer Latenzzeit von einer Millisekunde oder über Bluetooth mit seinem PC verbinden möchte und kann sich mit mehreren Geräten gleichzeitig verbinden. Die Akkulaufzeit beträgt 30 Stunden mit aktiver Hintergrundbeleuchtung und kann auch während des Aufladens verwendet werden. Sie können den Preis dieses Artikels sehen, indem Sie auf den Link in der Beschreibung klicken.